Willkommen zurück, ihr lieben Kinder der Nacht, zu Rayman Legends. Genau, in der letzten Folge haben wir ja einige andere Level noch geschafft und haben das erste Mal diese, Heimgesucht-Level gemacht. Sehr schön. Als nächstes dann der Bossgegner Panzerkröte. Mal sehen, was er auf Lager hat. Ich weiß es tatsächlich überhaupt nicht mehr. Heilung! Beziehungsweise Entleben. Ah, wir dürfen wieder kloppen. Sehr schön. Ich glaube, wir sollten uns ein wenig beeilen. Oh. Ja, stimmt, ich kann ja auch die Flammen hier kaputt machen. So, hier. Okay, wir haben nur König, Königin und den Hofnarren zu befreien. Froschis. Normaler Frosch. Okay. Ist das hier? Oh, verdammt. Ich glaube jetzt... Ah, ich hätte mich beeilen müssen. Jetzt komme ich nämlich nicht mehr durch. Denn jetzt... Autsch. Und tot. Okay, ich muss mich also beeilen. So. Dieses Rumgebrülle von den Viechern, ich finde das irgendwie voll lustig. So, nicht mit denen da unten aufhalten, einfach durch. Ah ja, da ist der wieder. Aber da wir das schon kennen, weil es ja immer dasselbe ist. So. Die Panzerkröte. Man sieht, sie hat ein Schutzschild. Und die Teile, natürlich Raketen, die dürfen wir nicht berühren. Weil sonst macht es Aua bei uns. Oh, hier. Ganz schnell. Oh, Moment. Oh, es ist gerade laut auf den Ohren. So, ich glaube, das ist besser. Ja, viel besser. So. Oh, zielsuchend auch noch. Autsch. Ich hasse so eine zielsuchenden Dinger. Lässt aber auch nicht locker, das Ding, ne? So viele. Fallen so knapp immer auf. So, und jetzt. Ey, ich hab dich doch eigentlich getroffen noch. So, hier. Die Rakete da unten auch noch, bitte. Die wäre sonst auch nicht zugekommen, glaube ich. So, und jetzt. Panzerkröte. So, hier noch der Käfig. Damit haben wir schon mal alle. Was hat der denn jetzt? Über. Okay. Und tschüss. Das war's. Das war der Bosskampf. Wie ist da hinten noch? Tschüss. Hängt natürlich wieder fest und ich darf wieder draufkloppen. Genau, X gedrückt halten und Batz. Weg mit dir. Das war ein schneller Bosskampf. Schön. Und wieder zum Schweinepopo. Plop. Die machen Musik mit denen. Irgendwie voll schön. Super. Geschafft. Das ging jetzt ein wenig zu schnell, habe ich das Gefühl. Ach ja. Oh, okay. Ich muss doch noch Looms sammeln. Ah. Deswegen ging es so schnell, weil ich nicht alle Looms gesammelt habe. Das wusste ich nicht mehr. Gut, dann mache ich das eben halt nochmal. Aber vorher, wie immer. Oh ja, nochmal so ein Level. So, aber noch einmal die Panzerkröte. Ich möchte schließlich, wie gesagt, 100% in diesem Spiel sammeln. Aber ich hatte ja eigentlich schon so gut wie, ne, alles. Ich hätte nur... Autsch. Ja, super. Ich hätte wahrscheinlich nur hier vorne ein bisschen mehr die Viecher mitnehmen müssen. Mann, diese Feuerviecher immer.
Na toll, jetzt habe ich aber auch den Käfig verpasst. Dann kann ich das eigentlich nochmal neu starten. Ja. So. Dann hier einmal. Jetzt. Und der Käfig, bitte. Nicht erwischt. Verdammt, ich habe den nicht erwischt. Schon wieder nicht. Mir ist immer ein bisschen zu schnell weg. So. Sehr schön. Und jetzt. Ja, super. Ach ja, dann hier oben den Frosch. Ja, die beiden lasse ich mal ruhig sein. Die hier kann ich aber noch machen. Oh, schnell. Rüber. Nein. Verdammt. Ah, da war ich jetzt eingesperrt. Oh, von hier wieder? Ernsthaft? So, den Käfig. Ich sag's ja so, 100% Runs sind immer manchmal ein bisschen fies. Aber es geht. So, dann jetzt hier. Verdammt. Okay, dann muss ich wirklich aus der Entfernung die hier plätten. So. Und schon wieder den Käfig nicht. Ah, ja bitte. Das kann jetzt ein wenig dauern. So, hier. Der Frosch da auch noch. Froschkröte. Fast dasselbe. So. Nehme ich den jetzt... Ah, gut, der links wurde eben noch schön zerstochen. Super. Ich denke mal, wenn ich jetzt das hier soweit fertig kriege, dürfte ich die 100 Blumen soweit haben. Hoffe ich. Ansonsten würde ich das Ganze hier einfach rausschneiden. So, Panzerkröte. Da der Käfig. Das ist gut. Ja, jetzt. Schön. Oh, hier. So, gut. Ich habe die 100 Blumen. Na, jetzt hier rechts hin. Unten bleiben. Oh, doch einmal gut. Ach ja, sehr schön. Geschafft. Tschüss. Tschüss. Genau, überspringen. Das kennen wir ja schon. Patz. Weg mit dir. Auch wenn das lustig ist, ich will überspringen. Gut. Ah, sehr schön. Viel besser. Ich sag's ja, das hätte ich wahrscheinlich nicht ausgehalten, das nicht auf 100% zu haben bisher. Und rutschen. Sehr schön, die Panzerkröte haben wir geschafft. Und jetzt orchestrales Chaos. Entweder Beethoven oder Mozart war das jetzt, glaube ich. So, und wie immer, einfach rennen. Oh, okay. Doch nicht nur rennen. Batz. Autsch. Ach ja, das wird dauern. Sehr schön. Vor allem, man darf auch wirklich nicht zu weit voraus wollen. Man muss sich wirklich an den Takt halten. Sehr schön, hier. Sehr gut. Ah, hier. Hopp. Ich weiß ganz zum Schluss. Ich glaube, das letzte dieser Musiklevel hier. Oh, hat sich nicht festgehalten. Das letzte dieser Musiklevel, das wird nochmal richtig garstig. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen.
schön. Na, gut. Hopp, hopp, hops, hops. Und einfach runterfallen. Ja, jeden einzelnen Blumen. Ah, das ist schön. Ah, gut. Weg, du Frosch. Weg, du Frosch. Du auch. Du auch. Und das war's. Sehr schön. Fast auf Anhieb. Aber nur fast. Aber das Wichtigste, 100%. Ja, super. Sehr schön. Dann haben wir das nächste Porträt auch endlich fertig. Naja, soweit, wie es eben halt zurzeit geht, ist klar. Genau, Toad Story. Unglaublich, du hast diese Welt von Albträumen befreit. Du hast diese 5 Glückslose wirklich verdient. Das ist schön. So, machen wir doch gleich sofort einmal auf. Kuscheltier, Kuscheltier. Gucken wir uns gleich an. Xelo. Aber erstmal weiter die Glückslose. Ah, noch ein Kuscheltier. Troll... Trollplu? Trollplo? Keine Ahnung. Und ein weiterer Kleinling. Sehr schön. So, als nächstes... Blooms. 1000 Stück. Super. 2 Stück haben wir noch. Und noch ein weiteres Kuscheltier. Tritos. Okay. Und das letzte. Oh, sehr schön. 2000 Blumen. Ich glaube, wenn man alles nur so voll hat, dann sind es 5000, die man bekommt. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Und einen weiteren Charakter haben wir freigeschaltet. Gloombox. Nee. Glombrox. Dieser einst strahlende Held ist von Darktoons besessen und verbringt jetzt seine Zeit damit, Leute zu erschrecken. Leider klappt das nicht so gut, weil viele ihn mit Globox verwechseln. Stimmt, nur die Augen und ein bisschen so die Musterung sind etwas anders. Naja, spielen wir jetzt mit ihm halt weiter. Halt, Moment. Genau, die Kuscheltierchen. Oh, wie süß. Ah, da nochmal 2 Stück. Sehr schön. Oh, das Dreiaug. Das, der Dreiäugige, der ist so voll süß. Die sind alle irgendwie voll süß. Hm, Ballons. Und hier von den Geistern nochmal. No, ich finde das Schweinchen so süß. Das ist so voll knuffig. Okay, dann hier zur Hauptgalerie erstmal hin. Hier ist sonst nichts weiter, da auch nicht. Dann gehen wir jetzt Fiesta de los Muertos. Das nächste große Gemälde. Ah ja, könnten wir natürlich auch schon machen. Aber immer schön nacheinander. Ente gut, alles gut. Ach ja, so, gib her. Zack. Oh, ist das schön. Ui, was denn nun? Ich bin ein Huhn. Oh, wie süß. Wie knuffig. Eclairs. Kuchen, ganz viel Kuchen im Hintergrund. Ihh, ein Wobbelgehirn. Weg mit dir. Soll ja auch dieser Feiertag sein, da aus Mexiko, glaube ich. Der gleichnamige. Bei uns wäre es, glaube ich, simpel Halloween. Ah, und Murphy frisst sich dann da durch. Okay. Aber erstmal, zack. Was, der Kuchen wächst nach? WTF. So, ich möchte da oben lang. Nein. Ah, das ist dann ganz praktisch, wenn das dann wieder... So. So, dann erstmal gucken. So, hier. Gut. Hui. Batz.
Und du kommst weg. Ah ja, gut, das war jetzt doof. Ich möchte kein Leben verlieren jetzt. Oder an sich die Zeit nicht. Und so, bitte. Gut, weg mit dir. Aha. Bitte einmal hoch. Und dann möchte ich dann... Und hier, zack. Weg mit dir. Überall das Gefresse hier auch, ne? So, ist hier oben noch was? Nee. Hätte ja sein können, das. Ah, okay. Hält sich nicht mehr fest. Das ist fies. Aber gut. Soll mir recht sein. Oh ja, das ist jetzt echt gemein. Wenn ich das jetzt oben noch mit weggemacht hätte, dann... ja. Okay, hier. Sehr schön. Mhm, da oben. Huch! Oh, da ist es zugewachsen wieder. So bitte. Also wenn es zuwächst, das ist gar nicht gut. Nein! Und tschüss. Passiert. Okay, da muss ich dann auch aufpassen. So, hier. Sehr schön. Also, ich darf selber nicht dazwischen sein, wenn es wieder zuwächst. Und muss aufpassen. Genau. Sehr schön. Ja, dass ich das dann nicht fallen lasse aus Versehen. Und wenn, dann eben so geplant wie hier. Mhm. Sehr schön. Da oben das Gehirn, da möchte ich gerne rauf. Warum wächst das überhaupt zu, meine Güte? Ih, durch einen dreckigen Topf. Ah, okay, Moment. So, okay. Ah, ich muss wahrscheinlich erst hier unten in die Mitte. So. Sehr schön. Gut. Immer schön hier. Und dann hier hoch. Super. Ja, und dann noch treffen, bitte. Das wäre nicht verkehrt. Aber gut, die Königin haben wir jetzt auch wieder befreit. So, mal gucken. Hier unten sind Teller und Schüsseln und was auch immer. Halt! Ja, gerade so noch gesehen. Na, hopp, hopp, hoppidi hopp. Okay, nach unten und hier nach rechts. Sehr schön. Sehr schön. Hier Paprika oder Tomate, ich weiß es nicht. Ah, Moment. Hier. Das kann ja ruhig so. Moment, wächst das bitte mal wieder nach? Nee, ne? Ich wollte da oben aber auch ganz gerne rauf. Mhm. Na ja, mal gucken. Vielleicht können wir ja von hier oben irgendwie rüberkommen. So. Nee, von hier anscheinend nicht. Komm schon. Nee, so nicht. Okay. Ah ja. Genau, die Kugel darf ja nicht runterfallen. Dann haben wir hier den kleinen Link. Sehr schön. Was passiert eigentlich, wenn der jetzt da an die Stacheln fällt, der Skelett Tiny? Ah, okay. Verschwendete Loops. Aber na gut. Oh, nein. Sehr schön. Weg mit dir. Dann hier oben noch. So. Okay, hier natürlich jetzt nur unten. Mhm.
So. Sehr schön. Dann würde ich aber gerne hier unten erstmal hin. Super. Und hier entlang. Sehr schön. Patz. Okay. Den Käfig hier natürlich. So. Ist hier hinten noch was? Ich glaube, nein. Nee. Mhm. Ja, ich hätte ganz gerne die Münze. Fluffy. Zack. Weg mit dir. Und den da wird auch noch befreit. In diese Richtung. Aber vorher hier unten. Das war aber zu offensichtlich. Aber ich will mich nicht beschweren. So, Moment. Ah, okay. Oh, ich glaube, die Stacheln da. Hm. So. Schnell. Durch. Was ist das überhaupt, wodurch er sich da durchfrisst, das hier? Okay. Autsch. Autsch, autsch. Wie habe ich das geschafft? Glück, würde ich schätzen. Ah, noch 70 Looms. Dann ist der Level auch schon fast vorbei. Ah, dreimal die Käfige noch. Oder an sich Kleinlinge retten. Da oben ist nichts, okay. Ich nehme so. Sehr schön. Ah, hier. Das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht, dass dann hier so ein Käfig war. Ah, vorsichtig. Wie immer, Stacheln. Autsch. Okay, Murphy will jetzt da einfach nur so eine mal freimachen. Ach, verdammt. Okay. Mhm. Hier einmal. Da. So, hier bitte. Sekunde. Ganz vorsichtig. Ja, sehr schön. Ach, ich hätte gar nicht mehr rüber gebraucht. Sehe ich gerade. Naja. Autsch, 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 autsch. Ah, ich krieg das nicht hin mit dem Koordinieren, dass ich das gleichzeitig mache. Na, was soll's. Muss ich quasi den Daumen nutzen, weiter zum Flattern und den Zeigefinger hochpacken zum Durchfressen. Genau, das meinte ich eben. So, hier. Langsam. Der nächste Käfig. Sind hier. Oh, sehr schön. Mhm. Hier. Es fehlt nur noch ein Kleinling. Der dürfte wahrscheinlich irgendwo jetzt auf der Strecke hier sein. Wobei ich das wahrscheinlich dann rechtzeitig hinkriegen muss, den zu retten. So, genau da. Butter. Nein. So. Geschmolzene Butter. Ach ja. Sehr schön. Dann haben wir das auch geschafft. Und er ist wieder normal. Oh, mein Sessel. Entschuldigung. So. Muss mich ja auch immer mal ordentlich wieder hinsetzen. Ach, schön. Oh, wie süß. Dass er so mit dem Hund dann über das alles drüber rutscht. Das ist schön. Sehr gut. Gut, bevor wir das jetzt machen. Ach, deswegen Ente gut. Mhm. Ein weiterer Level neu dazugekommen. Naja.
Aber wir machen erstmal faule Früchtchen. Das nächste Level. Na, komm, gib her. Zack. Oh, wenn Obst so gammelig ist, das riecht so ekelhaft. So, hier. Oh, dieser Level. Coole Idee, aber auch echt fies. So, hier. Zack. Dann nochmal gucken, ob es hier irgendwo noch Loons gibt. Aber so wie es aussieht, nicht. Hui. Das hier ist nämlich jetzt so ein Endlos-Ding. Das kommt immer wieder von... Ja, man sieht ja von oben nach unten. Und genau. Oh, Melone. Benutze diesen Trichter, um die Größe zu ändern. Genau. Sehr schön. Also, wenn wir die soweit plätten, dann kriegen wir die Blooms dazu. Aber nicht, wenn die jetzt da unten zum Beispiel sterben. Oh, köstlich. Wurst vom Grill ist echt super. So, hier. Genau, wie man sieht, bei dem waren wir nämlich eben auch schon. Ah, da oben ist so ein Geheimdingens. Da wollen wir doch auf jeden Fall hin. Da. Sehr schön. Ansonsten scheint hier oben nichts weiter zu sein. Ich wollte nur eben mal schnell sehen, wo wir jetzt sind. Wie viele wir noch brauchen. Nein. Ach, verdammt. So, hier. Und jetzt werden wir wieder groß. Batsch, einfach weg mit dir. Ah. Na also, wären wir jetzt einfach nach rechts gegangen? Ja, das wäre der Fehler gewesen. Okay, Trichter. Ja, Butter, Zahnräder. Oder Kreissägen. Was auch immer. So, hier. Sehr schön. Und den Käfig. Supi. Gut, dann können wir jetzt wieder hier hin. Und hier unten drunter durch. Zack. Ah ja, bei der Walnuss da oben, da sieht man ja schon, dass da Löcher drin sind. Genau. Achso, das ist ein Apfel. Ein schrumpeliger. Ah ja, richtig. Faules Obst hieß es ja. Oh, komm schon. Nein, verdammt. Käfig. Nein, bleib hier. Sehr schön. Ah, hier. Unten ist noch die Münze. Ha, unten überall die Fischgräten. Ein Würmchen. Oh, wie niedlich. Oh, der hilft uns. Oh, wie nett. Aber ich möchte bitte nochmal nach oben. Die beiden Holzköpfe. So. Hier oben ist nichts. Von da wären wir gekommen. Sehr schön. Dann wollen wir mal sehen. Hier. Drüben. Hier. Okay. Ich glaube, hier unten hatte ich ja noch mal einen gesehen. Ein Typi. Da. Weg mit dem. Ist hier unten noch so ein Geheimgang? Ja, tatsächlich. Sehr schön. Ich sag's ja, man muss in diesem Spiel extrem neugierig sein. Oh, das war so knapp. Ach, komm schon. Oh, nein. Dankeschön. Ah. Das finde ich immer so doof hier mit diesem Fußball. Und? Ja, endlich. Also hier am besten über Bande spielen. Supi. Nein. Jetzt. Oh, das süße Würmchen. Oben rauf. Hier. Wollte schon sagen, darf ich jetzt auch die Gabel nicht berühren?
Ja, stimmt, sonst ist da ja weiter nichts. Und du auch weg. Ja, genau, einmal hier oben. Und zack, hier rein. Aber genau hinein, sehr schön. Da unten. Nein, verdammt. Kann ich bitte nochmal... Ah, Mist. Jetzt ist der weg. Egal. Dann sammeln wir die halt so nochmal ein. Ah, na los. Sehr schön. Und hier. Weg mit dir. Dann hätte ich gern das hier. Hopp. Die komische bunte Knolle hier auch, ne? Okay, meine Melone. Eine wunderschöne Wassermelone. Oh, das ist ja mal richtig cool gemacht. Durch die Schwerkraft. Aua. Sehr schön. Durch die Schwerkraft sind die Dinger rein und raus. Das ist cool. Das habe ich auch noch gar nicht in einem Spiel gesehen vorher. Habe ich eben nichts gesehen. Hier oben die Münze. Sehr gut. Na, wir brauchen noch ein bisschen. Noch zwei Käfige. Nein, da hinten. Da unten. Sehr schön. Ah, verdammt. Nee, komm schon. Da oben komme ich jetzt nicht mehr ran. Aber das macht nichts. Ansonsten war es das hier, glaube ich, auch. Und weg mit euch. Da ist nochmal ein Heilungsdingens. Ein Herz. Hier. So. Nein, verdammt. Nein, verdammt. So ein Mist. Oh gut. Da ist der Checkpoint mal gnädig zu mir gewesen. Weg mit dir. Ich kenn's ja, wenn der Checkpoint mal wieder so richtig fies gesetzt ist. Hm, wie komme ich darauf? Ah, wahrscheinlich muss ich mich erstmal klein machen. Whee! Ich finde das toll. So. Die Looms hier. Über die Kette. Und dann das hier. Ah, fehlt nicht mehr viel. Halt, da unten. Oh, noch zwei Stück. Und noch ein Käfig. Halt. Ah, sehr schön. Zack. Na also, dann haben wir den Level jetzt auch soweit durch. Flop. Wie denn hier nochmal hin? Oh Gott. Der Würstchen-Schredder. Oh. Hier, durch. Und nicht ins Feuer. Gut. Sehr gut. Als Mini-Glowbox. Oder Gloombox? Ich weiß es nicht mehr, wie die hieß. Aber geschafft ist geschafft. Super. Sehr schön. Und? Wie? Ich finde das echt so super. Na also, dann haben wir diesen Level jetzt auch fertig. Ich rubbel noch gleich die Karte frei. So. Olympia. Schöner Name. Ein weiteres Kuscheltier. Na? Moraf. Okay. Und du bist ein Toast. Das erinnert mich immer so an dieses eine Spiel. Ich bin Brot. I am Bread. Ich finde das auch so bescheuert, das Spiel. Ich würde es gerne mal ausprobieren, aber ich glaube, da wäre ich nicht gut genug für. So, hier können wir ja schon mal wieder hingehen. Gut, und als nächstes Estelia. Oh, das ist auch richtig schick. Lauf um dein Leben. Dieses würden wir dann in der nächsten Folge machen. Estelia, echt ein schöner Name.
Genau, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht habt, könnt ihr auch gerne abonnieren. In der Videobeschreibung findet ihr noch den Link zu Twitter. Da könnt ihr mir auch gerne folgen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Rayman Legends wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!